Ich komme, um die Erde zu erneuern, um den Menschen von seinem Elend, seinem Kummer und seiner Sünde zu befreien. Sonntag, 17. November 2013, 14 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, ich möchte, dass die Welt mich, ihren geliebten Erlöser, den Menschensohn, in meiner ganzen Herrlichkeit sieht, damit sie in meine göttliche Barmherzigkeit gezogen werden wird. Ich möchte, dass all jene, vor allem diejenigen, die nicht an Gott glauben, mich sehen und erstmals zu mir gelaufen kommen. Sie sind meine erste Sorge, und ich sage ihnen Folgendes: Ihr kennt mich nicht, ihr seht mich nicht, ihr wollt nicht an mich glauben, aber ich liebe euch. Ich möchte, dass ihr zu meinem Königreich gehört, so kann ich euch mit allen Geschenken meines neuen Paradieses überhäufen, mit meiner neuen Welt, meinem Neubeginn. Ich möchte, dass ihr, eure Familie, eure Verwandten und Freunde wie eins seid, mit mir und der ganzen Menschheit. Ihr müsst warten bis zum großen Geschehen, bis zu dem Tag, an dem die Welt mit meinen Strahlen erleuchtet sein wird und an dem sie 15 Minuten stillstehen wird. Wenn ihr dies seht und es erlebt, dürft ihr keine Angst haben. Wisst dann, dass meine Liebe göttlich ist und dass die Welt sich von diesem Tag an bis zur Unkenntlichkeit verändern wird. Versucht nicht, von mir wegzulaufen, denn ich komme mit einer guten Botschaft. Ich komme, um die Erde zu erneuern, um den Menschen von seinem Elend, seinem Kummer und seiner Sünde zu befreien. Ich komme, um alles Böse in der Welt zu vernichten, indem ich jedem den Beweis meiner Existenz anbiete. Wenn euch dieser gegeben wird, müsst ihr mir erlauben, euch auf das ewige Leben vorzubereiten. Ewiges Leben ist ein Leben, wo ihr für immer mit Leib und Seele bei mir leben werdet. Ich werde euch aus eurem Elend herausziehen und den Schmerz beseitigen, den ihr aufgrund der Existenz Satans zu ertragen habt. Und er, Satan, wird für die Ewigkeit verbannt sein. Lehnt mich nicht ab, denn ich möchte euch nicht verlieren. Ich bin eure Rettung. Ich bin die Wahrheit. Ich bin euer geliebter Jesus Christus und ich werde mich endlich bei der Welt bekannt machen und besonders denjenigen, die nicht an mich glauben. Euer Jesus.